So und Hallo und herzlich willkommen wieder bei Dave's Art of Fair. Heute dreht sich alles um dieses schöne Iwata-Takümchen und warum das Teil absoluter Mist ist, gibt's direkt nach dem Intro. Habe ich natürlich schon mal provokant gestartet, aber da bin ich trotzdem fest der Meinung, das Gerät ist völliger Käse. Warum das so ist, sehen wir uns nach dem Praxistest an. Jetzt kommen wir erstmal zur Verpackung. Wir haben hier die Standardverpackung. Hinten sehen wir auch schön, das Gerät ist für White, für Medium und auch da funktioniert die GaN sehr gut. Da hat sie ihre Stärken. Hier funktioniert die GaN gar nicht. Das werden wir auf jeden Fall uns später noch anschauen. Ganz interessant dazu ist die Neo, die hier in der Performance-Leiste noch viel, viel schlechter ist und gerade vor allem im Feinlein-Bereich hier überhaupt nicht anzusehen ist vom Hersteller selber und hier deutlich das bessere Gerät ist und besser performt. Wie gesagt, alles meine subjektive eigene Meinung. So ganze, wie sagt man so schön hier, die ganzen Fanboys von Iwata. Kann ich euch jetzt schon sagen, wenn ihr da absolute Fanboys seid und da absolut verklärt seid, was das Ganze angeht und emotional diese Marke euch sofort angegriffen fühlt, dann wird das Video für euch definitiv nicht sein. Braucht ihr euch ehrlich gesagt dann nicht anschauen. Oder schaut es euch genau deswegen an. Ja, kommen wir mal zum Inhalt. Hier haben wir erstmal schön den Teststreifen und hier wird relativ schnell ersichtlich, wo das Limit dieser GaN liegt. Und dazu kommen wir nämlich auch noch später. Dann haben wir hier schon einen schönen Sticker drin, wie auch immer. Bedienungsanleitung und kein Gerät. Das liegt natürlich hier. Ich habe natürlich schon mit dem Gerät gearbeitet. Kommt natürlich immer ohne Stecknippel daher. Den müsst ihr euch natürlich nur separat besorgen. Kommen wir mal dazu. Wir haben hier den großen Becher. Einen riesigen Becher. Die benutze ich nie. Ich habe tatsächlich von H&S einen draufgeschraubt. Liebe Grüße an Eugeartig aus der Community, die hat das rausgefunden, das finde ich irgendwie ganz cool. Passt nämlich von der Größe her super. Wir haben natürlich hier diesen abnehmbaren Fließbecher, den wir auf beiden Seiten hinpacken können. Den Griff natürlich. Und genau, das Design. Der Kumi ist relativ kurz. Das erlaubt uns näher am Untergrund zu sein. Das ist generell ein sehr cooles Feature und Idee. Problem ist, dass wir gar nicht so nah an den Untergrund können, weil die GaN das nicht hergibt. Deswegen ist das relativ unsinnig. Also die GaN wird kleiner gemacht, um näher ranzugehen und dann liefert die GaN aber auf der Performance-Ebene nicht ab. Ja, ist ein echtes Problem, auf das ich nachher zu sprechen komme. Deswegen bin ich auch, was das Thema so angeht, relativ angesäuert auf das Ganze. Wir haben natürlich hier ein 035er Düsenset drin. Was eigentlich in der Regel ja relativ schön erlaubt, relativ viel zu machen. Wir haben hier eben den Seitenfließbecher, den kann man natürlich auch auf die andere Seite packen. Gerät ist relativ leicht, was mich wundert, aber so von der generellen Qualität, der Verarbeitung etc. kann man nichts meckern. Ist gewohnte gute Qualität. Qualität ist aber auch bei Herstellern ähnlichen Art eigentlich nicht anders. Also gerade die Sparmax hat eine ähnliche gute Qualität, genauso wie die H&S, Badger und ähnliche Geräte. Da muss ich sagen, nehmen die sich alle nicht mehr viel. Ja, wobei die Sparmax ein bisschen ausklammern muss. Die hat schon ein paar Abstriche hier und da. Genau, das ist das ganze Gerät eigentlich. Wir haben hinten wieder einen Justierer zum Einstellen. Wir haben den Hebel hier. Finde ich ganz cool, den Hebel, muss ich sagen. Der gefällt mir von der Ablage her eigentlich. Gibt ein bisschen mehr Fläche, gibt mir mehr Möglichkeit zur Kontrolle. Aber auch das bringt mir nicht viel, wenn die GaN die Kontrolle nicht hergibt im Mikrobereich. Dazu kommen wir aber, wie gesagt, später noch. Was so die GaN generelle Optik angeht, eigentlich ganz cool soweit. Passt alles. Von der baulichen Qualität her gibt es da nichts zu meckern. Aber von der Performance her gibt es einige Baustellen und die schauen wir uns nachher auch im Detail nochmal an. Wie gesagt, ich bin niemand, der irgendwelche Marken besonders hervorhebt. Ich bin auch nie derjenige, der sagt, hier H&S-Pistolen sind das Nonplusultra, sicher nicht. Ich würde mich gerne mal freuen, wenn vielleicht jemand da draußen mal mir eine Empfehlung abgeben kann, welche GaNs noch besser sind, die aber in die Richtung von der Bauart von der H&S gehen. Das würde mich mal mega interessieren. Aber das hier
Wie gesagt, ich bin da kein Hasser, ich arbeite auch gerne mit der Sparmaxe und so weiter. Ich habe generell nichts gegen diese Marke, auch nicht die Leute, die sie benutzen. Aber ich mag dieses ständige nicht. Ah, du musst unbedingt die Warta, das Nonplusultra der Geräte, das ist der Shit. Nur die richtigen Erwäscher können arbeiten damit. Bla bla bla. Das Gesülze kann ich halt einfach nicht mehr hören. Deswegen stößt das bei mir noch extrem viel saurer auf, weil ich jetzt langsam mit fast dann bald, glaube ich, 10 Jahren Airbrush-Erfahrung schon einiges hergeben kann als Profi. Und deswegen ist das bei mir nicht ganz so verklärt. Ich bin da auch relativ gnadenlos, was die Ultra angeht. Bei H&S finde ich auch scheiße. Und. Also ich bin da, weiß Gott, niemand, der irgendjemand vor dem Mund redet. Und bei der muss ich sagen, was der Tisch dreckig. Dass sie sehr viele Baustellen hat und dem Preis-Leistungs-Niveau nicht im Ansatz gerecht wird. Also da haben wir ein massives Problem. Ich zeige euch auch nachher mal direkt, warum. Wenn ihr natürlich absolut zufrieden mit eurem Airbrush-Gerät seid und mit der Marke, dann seid glücklich, dann macht das gerne. Aber wie gesagt, für mich als Profi ist das Ding absolut nicht zu gebrauchen. Es wird bei mir ein absoluter Staubfänger. Versuche es ja zu verkaufen, aber das wird jetzt eher weniger klappen. Weil das Ding, ja, ich glaube, ich war mal bei eBay oder so, ich kann das einfach null gebrauchen. Wieso und weshalb und warum? Zeige ich euch jetzt und dann schauen wir uns einfach das nächste an. Das war erstmal so der Inhalt. Ich zeige euch gar nicht mehr, weil hier ist noch der Schraubenschlüssel vorne. Aber es gibt tonnenweise Reviews davon. Wie gesagt, das schauen wir uns jetzt einfach an, wo hier die Baustellen sind und weshalb, warum, zeige ich euch jetzt. Herzlich willkommen, das ist Dave's Out of Fair. Keiner brusht wie er. Dave's Out of Fair, der Meister aller Klassen im Brushen. Brushen. Schaust du seine Videos, kannst du es auch schaffen. Dave's Out of Fair. So, ihr Lieben, kommen wir mal zum Eingemachten. Wir haben uns ja angeguckt, was in der Takumi alles enthalten ist. Das schöne Unboxing. Jetzt geht's eben weiter. Und zwar mit der Praxis. Und da muss ich schon mal einen kleinen Disclaimer vorwerfen, weil ich das schon gemacht habe, sehr ausführlich. Ich habe die gute Gans sicher gute 6 Stunden ausprobiert schon. Habe da einmal schon mal einen Test gemacht, so wie jetzt eben heute auch. Und habe dann tatsächlich noch ein ganzes Bild gemalt. Das kann ich euch ja irgendwann noch als Zeitraffer kurz hinten ranballern, falls ihr mir nicht glaubt. Und genau, jetzt habe ich das ganze Ding hier fertig gehabt und jetzt war das Ergebnis schon mal ziemlich ernüchternd, aber da kommen wir nachher noch mal im Detail drauf zu sprechen. Und jetzt habe ich mir gedacht, teste ich das heute noch mal für euch, auch viele andere ganz als Vergleich etc. Und dann schauen wir uns das doch einfach mal an. Wir nehmen das Neutralgrau transparent, also schon mal relativ dünne Farbe. Und wir schauen einfach mal, wie die Performance von der Gun ist. Was mir positiv gefällt, ist der Seitenbecher und die Tatsache, dass vorne das Frontstück relativ kurz ist, was bedingt, dass man einfach relativ schön nah an den Untergrund kann. Das Problem an der Geschichte, finde ich nur, ist, wir können mit der durch die Bauart bedingte Sache näher an den Untergrund ran oder haben da eine bessere Übersicht, können es aber nicht nutzen. Was meine ich damit? Die Gun ist extrem limitiert, was das Upscalen der Striche geht. Also das feine Detailing ist mit der nicht möglich. Das kann ich schon mal vorwegschieben, weil sie extrem das Stottern anfängt. Und wie gesagt, ungefähr jetzt dann so 10 Stunden die Gun ausprobiert. Und das geht mit der Gun kaum besser. Ich glaube, wenn ihr mal natürlich die Gun eine relativ lange Zeit benutzt, ist sicher noch hier und da ein bisschen was möglich. Aber so der Grundtenor ist wirklich sehr ernüchternd, vor allem wenn man den Preis in Relation sieht und dann in Relation, was man noch für denselben Preis sich kaufen könnte. Da gibt es doch deutlich günstigere und bessere Guns oder etwas teurere und noch bessere Guns als im Vergleich zu der Geschichte hier. Ich verstehe nicht ganz die Zielgruppe für diese Pistole. Das ist ganz wichtig. Also Preis-Leistung stimmt nicht. Zielgruppe finde ich auch nicht. Und hier sehen wir das ganz gut links. Das ist in der großen Größe her, da passt das gut.
Man liefert das Ding auch ab, ist gar keine Frage, aber das machen die anderen ganz alle auch. Bloß wenn wir hier runtergehen auf eine gewisse Strichdicke, dann ist sofort Schluss. Und das wird nachher noch viel interessanter, wenn wir das gleichsetzen mit anderen Pistolen. Wenn wir uns mal anschauen, wie die performen können, überwiegend auch mit einer 0,3er oder 0,2er Düse, das ist unterschiedlich von der Gun her, aber hier sehen wir, wie schlecht das funktioniert. Und hier gibt der Gun auch nachher nochmal die Chance, sich da nochmal zu beweisen, mit einem komplett neuen Düsenset, was ich auch noch am Anfang mitbestellt habe, und der Tatsache, dass wir sogar noch Candies benutzen. Also im ersten Test habe ich wirklich alles getestet von opaken, transparenten und Candies. Und auch hier oben, schaut euch mal die Striche an. Die sind extrem abgehakt. Also hier ist kein schöner Flow. Hier wird ständig das Gezuttel und Gezottel, also das Sprühbild auf der mittleren Ebene ist in Ordnung, ist nicht schlecht. Habe ich aber schon Besseres gesehen. Aber auch schon Schlechteres, also ist okay. Aber was so diese Range angeht, ist die Pistole extrem limitiert. Und da fragt sich mir, wer ist die Zielgruppe? Und die Zielgruppe für Anfänger: ein Anfänger kauft sich kein 200-Euro-Gerät. Braucht man nicht drüber reden. Ein Anfänger wird sich kein 200-Euro-Gerät kaufen und hat dann auch noch so eine starke Limitation. Das ist das, was ich nicht verstehe. Da kauft man lieber die Neo, und die Neo ist im 1:1 Vergleich zur Takumi tatsächlich auch noch besser. Das können wir uns nachher noch anschauen. Das ist der größte Witz überhaupt. Die kostet 80 Euro, das Teil hier 200. Und dann frage ich mich, ja, für wen ist es dann? Für einen Anfänger sicher nicht oder eher weniger. Meistens kauft sich kein Anfänger eben für so einen Preis nicht an. Und dann eben für Fortgeschrittene und für Profi schon gar nicht, weil ein Profi hat am besten eine Gun, die natürlich eine maximale Range anbietet oder halt auch mit der man sehr kleinteilig malen kann. Das ist mit der Gun auf der gewissen Art und Weise gar nicht möglich. Also hier links das erste Mal, dass das tatsächlich halbwegs funktioniert hat, hier auf einer gewissen Größe. Das sieht jetzt relativ klein aus, aber im Vergleich zu den anderen Pistolen geht da noch deutlich mehr. Und das halt zu einem viel, viel günstigeren Preis. Da gibt es deutlich attraktivere Guns. Und das ist etwas, was mir extrem sauer aufstößt, was diese Marke betrifft und diese ganze Geschichte der Superpistolen. Und man sieht hier die ganze Zeit, wie das Ding abzuckelt. Da geht nicht mal 2 cm Strich ohne performantes Rumgestottere. Und das ist echt sehr, sehr schlecht. Es ist halt extrem limitierend und das ist das, was ich extrem schade finde. Und ich sage das halt so, weil mir ständig gesagt wird, dass Iwata das Nonplusultra ist, dass die Takumi ja der absolute Shit ist und mit der ist das ja das die absolute Porno-Gun etc. Und ich verstehe es bei Gott nicht, ey. Dass natürlich Leute sich durch so ein Video wie hier jetzt natürlich persönlich angegriffen fühlen, weil sie so eine Markentreue haben oder das Ganze zu emotionalisieren, das mag vielleicht sein. Da könnt ihr mir auch gerne böse Kommentare da lassen, das ist mir relativ wurscht. Ich greife nicht euch persönlich an, das ist hier auch nur meine persönliche Meinung, um das mal nach vorne ranzuschieben. Ich lasse mich aber da nicht hinreißen und sagen, ah, das geht schon, sondern das geht absolut gar nicht. Das geht preis-leistungstechnisch nicht. Die generelle Qualität von der Pistole ist nicht schlecht. Also die generelle Qualität ist gut, wie gewohnt auch von den anderen Guns in dem Preissegment absolut in Ordnung. Da braucht man nicht drüber reden. Im mittleren Arbeitsbereich auch absolut in Ordnung. Schönes Spritzbild passt. Aber was dann so wirklich das Feinere angeht, da ist das Ding einfach Katastrophe. Und das ist, finde ich, oh, Entschuldigung. Wenn wir uns die Neo angucken, dann ein absoluter Witz. Die Neo performt deutlich besser und hat selbst laut Angaben vom Hersteller ein viel kleineres Spektrum. Wir sehen ja immer hinten schön draufstehen, für was ist was geeignet. Hier die Takumi wird ja bis Wide, bis Medium und bis Fein zur Hälfte angedacht. Denn die Neo zum Beispiel, die ist einfach nur Mittel, ein bisschen in Wide drin, hinten auf der Tabelle und ein ganz kleines Fitzelchen im Feinbereich, kann aber besser performen in dem Bereich. Und da frage ich mich, warum? Warum geht das mit so einer Gun und warum funktioniert das nicht mit der Takumi? Das funktioniert immer so streckenweise und dann kackt die wieder total rum
Und das ist auch ein Punkt, den ich ihm wirklich ankreide. Also ich habe bis jetzt kaum eine Gang gehabt, die so schlecht im generellen Handling war. Also ich habe immer Plug-and-Play-mäßig anfangen können. Ich konnte das Ding nehmen, starten und fertig. Das mit der Iwata, also generell bei Iwata war das Problem schon immer. Auch die HPBH ist da genauso schlimm und die ist im extra Mega-Detail-Bereich und ich finde die auch grottenschlecht. Deswegen benutze ich sie auch gar nicht mehr. Und muss dann sagen, also die Neo, die geht so halbwegs, die leistet noch ein bisschen performanter als die Takumi, aber ich kann mir das mit der Takumi nicht, im Ansatz kann ich das nicht verstehen. Vor allem, warum das so angepriesen wird. Man zahlt so viel Geld für eine Pistole, die eigentlich für kaum gescheiten Nutzen zu gebrauchen ist, vielleicht um mal Hintergründe auszusprühen, vielleicht ja. Auch hier die Dagger Strokes und alles. Man sieht es einfach, es hakt konstant ab. Es gibt kaum mal so wirklich Geschichten, die passen. Und im ersten Durchlauf habe ich wirklich auch noch sehr viel rumprobiert, was die Barzahl angeht, was das angeht, was die Viskosität angeht. Also ich habe das wirklich durchaus sehr, sehr ernst genommen und auch wirklich sehr nüchtern gemacht. Und das ist wirklich was, wo ich mir gedacht habe, irgendwann so, nein. Im Punkte-Ding-Bereich passt sie wieder gut. Hier vergleichen wir jetzt einfach mal noch ein paar andere Guns. Also hier fahre ich natürlich ein paar Mal über dieselben Stellen, dann ist es nicht mehr ganz so repräsentativ, aber ich finde, das ist wirklich ein sehr bescheidenes Ergebnis. Wenn wir hier gucken, hier wollen wir niedriger, wir wollen mal ein bisschen, ja, mehr in den Detailbereich. Das klappt halt einfach nicht. Klar kann ich die Farbe bis ins Unendliche verdünnen. Dann wird das irgendwann auch mal passen, aber dann haben wir einfach nicht mehr die Deckkraft, die wir brauchen für ein gescheites Malen und so zu malen, wie ich das mache. Hier haben wir wenigstens mal ein paar Dagger Strokes, die halbwegs gut hinhauen, aber auch da haben wir wieder Abrisse. Gefällt mir das Spritzbild einfach nicht. Und das erwarte ich, wenn ich sehe, dass die Neo das kann, dann erwarte ich das auch von der Takumi. Das erwarte ich dann, dass das 60, wobei die Neo kostet, glaube ich, mittlerweile 80 oder 90 € Gerät, dass das dann 200 € Gerät da abkackt dagegen. Das ist inakzeptabel, absolut inakzeptabel. Da brauchen wir nicht drüber reden. Vielleicht ist es auch meine eigene Duseligkeit der bedienungsbedingt hin, aber das zeichnet sich mittlerweile so ab, dass die Iwatas alle so, was das Thema angeht, Katastrophe sind. Hier haben wir jetzt die AL Plus mit der 0,2er Düse. Mal als kleinen Vergleich. Die liefert natürlich deutlich krasser ab. Die gibt es mit einer 0,2er Düsenset für 150 €. Also da sparst du dir 50 € und kannst genau so arbeiten, im totalen Mikrobereich, aber auch in extrem großflächigen Bereichen. Und da frage ich mich dann schon, was will ich mit so einer Takumi? Die einfach mittelmäßig im mittleren Bereich und im weiten ganz gut arbeitet, aber sobald es ein bisschen ans Detail rangeht, einfach sofort komplett abkackt. Ist einfach, ja, da brauchen wir nichts vormachen. Das ist, die limitiert euch. Die wird euch zwangsläufig limitieren, damit werdet ihr nicht besser werden. Und das ist der springende Punkt. Bei den anderen Guns jetzt hier, die ich teste, muss ich natürlich auch noch eine kleine Lanze brechen. Die habe ich jetzt sofort befüllt und losgelegt. Das ist natürlich nicht ganz so repräsentativ. Mit denen wäre wahrscheinlich noch viel mehr möglich. Mit der Takumi habe ich jetzt schon wieder fast 1,5 Stunden gearbeitet. Deswegen bin ich da viel mehr drin als mit den anderen Guns. Also die werden wahrscheinlich noch deutlich mehr. Wäre wahrscheinlich noch deutlich mehr rauszuholen, aber trotzdem mit dem Faktor liefern die trotzdem besser ab. Hier die AL Plus, ein absolutes super Ergebnis, schön smooth für Sachen, Mikropunkte, Mikrodetailing, einfach super. Schön vom Makro-Mikro-Bereich einfach ein Träumchen, deswegen absolut kein Ding. Da ist einfach die Kontrolle extrem gut. Die Range ist extrem gut. Das ist eigentlich das, was ich meine. Und das für ein deutlich günstigeres Gerät. Aber damit wir nicht nur das nehmen, was ich natürlich jetzt hier, das ist meine absolute Lieblingsgang, die beherrsche ich natürlich auch dementsprechend gut. Wir schauen uns jetzt einfach natürlich auch noch viele andere Pistolen an, um das auch noch ein bisschen gegenzusetzen. Mit mir einfach mal, ist natürlich relativ subjektiv, aber wir gucken einfach mal.
wir schauen uns das Blatt nachher auch nochmal an und gucken uns einfach nochmal die verschiedenen Aspekte an. Aber das ist was, da bin ich extrem enttäuscht, vor allem für den Preis. Ich habe natürlich noch gleich die Ersatzteile dazu bestellt, dann war ich gleich bei 250 Euro. Dann tut das noch viel, viel mehr weh. Also wirklich noch mehr weh. Hier haben wir die schöne Feng da. Davon kommt jetzt bald auch noch ein Review. ein 21 Euro Gerät. Ich wollte es einfach mal testen. Wir gucken mal, was das Ding kann und was nicht. Da kommt bald noch ein extra separates Video. Aber mein lieber Scholli, das Gerät, das ist schon eine Hausnummer für sich. Auch also ja, schaut euch das nächste Video an, aber da sprübelt ist echt eine Katastrophe. Also man kann schon was mit der machen, aber ja, man merkt sofort, dass das Ding 21 Euro kostet. Und das liegt an sehr vielen verschiedenen Faktoren. Aber wie gesagt, da gehe ich dann auch nochmal ein bisschen näher drauf ein, wenn wir das ganze Review zu der machen, das Unboxing mal so ein bisschen das Sprühbild angucken. Man kann schon was rausholen, aber auch hier haben wir wenigstens die Möglichkeit, im relativ kleinteiligen Bereich zu arbeiten und auch das mit einer 0,35er Düse. Als nächstes kommt nachher auch noch die Neo, die H&S Evolution Silverline und auch am Ende noch ich glaube die Sparmax, genau, dann haben wir auch nochmal zwei mit einer 0,35er Düse im Vergleich zur Takumi. Und dann einfach zu schauen. Die Gun habe ich hier vorher noch keine Sekunde ausprobiert, also hier ist das Handling auch noch nicht gleich drin. Da bräuchte, wie gesagt, hier ist es dann noch am krassesten. Ich glaube, wenn ich mit der 2 Stunden arbeiten würde, würde das auch nochmal deutlich besser klappen hier. Das muss man natürlich einfach ein bisschen berücksichtigen. Dafür funktioniert es aber erstmal erstaunlicherweise gut. Wenn auch das Spritzbild hier und da zu wünschen übrig lässt, ist, wir haben ein sehr, sehr grobes Overspray-Level. Das ist mir einfach direkt aufgefallen. Overspray ist sehr hier, sehr, sehr stark. Deswegen schauen wir, aber wir gucken trotzdem. Ich habe gesagt, komm, die liegt da noch rum, dann kann ich sie gleich mal einsauen. Danach kann ich das nochmal dezent machen und gucken, wie gut die abliefert. Und auch hier sehen wir sehr starke Ruckler, aber das kann jetzt auch daran liegen, dass ich die vom Handling nicht gewohnt bin oder dass sie einfach schlecht ist. Ja, wie gesagt, im anderen Review schauen wir uns das einfach nochmal ein bisschen gezielter und genauer an. Wie gesagt, hier teste ich jetzt einfach mal noch ein paar andere Guns, um das so ein bisschen gegenzuschieben. Und jetzt bohren die hier unten herum, weil die Heizung neu gemacht wird. Das gibt's ja nicht. Egal, damit müsst ihr und ich jetzt leben. Mit Bohrgeräuschen. Ich bin halt echt ein Stück weit wirklich sauer, weil ich fühle mich um mein Geld wirklich betrogen, was diese Pistole angeht. Ich fühle mich da wirklich verarscht. Vor allem, wenn ich sehe, dass ich jetzt die Neo nehme und die besser performt, obwohl sie das offiziell nicht kann. Und ich denke mir nur so, warum? Also, ich wollte diese Gun unbedingt mögen. Ich wollte das unbedingt und ich habe mir gedacht, so, ich habe mir bei der HPBH schon extrem schwer getan, bei der Iwata. Bei der Neo ging das noch so. Ich wusste schon so, I don't know. Aber das Ding hat mich dermaßen enttäuscht, dass ich nicht mal an die Wand geschmissen habe, war wirklich das Letzte. Und nee. Da bin ich echt ein bisschen baff gewesen. Und wie mir das auf den Sender ging, dass ich hier sämtliche Guns voll gerotzt habe, durfte nachher erstmal 10 Pistolen putzen. Das ist natürlich auch noch feierlich. Und ja, ich finde es halt so mega schade. Ich finde es einfach mega schade, weil einem wird hier, ich weiß nicht, also wie gesagt, ich kann es bei weitem nicht verstehen. Und ich habe mich jetzt ausgiebig mit der Gun beschäftigt. Mehr als mit vielen anderen Guns, die ich mal so sporadisch genommen habe oder so. Aber auch eine Sparmax hat eine super Range. Die ist natürlich qualitativ ein bisschen nicht ganz so geil, weil die natürlich auch nur 60 Attacken kostet oder so. Und liefert aber von der Range her auch mit einer 0,35er Düse besser ab. Das muss man sich dann halt einfach mal geben. Boah, habe ich das jetzt nicht aufgenommen mit der Neo oder was? Hoffentlich fällt mir das noch auf, sonst sehen wir die ganze Zeit meine behaarten Arme. Oh, bitte. Hoffentlich, ja, Gott sei Dank, ich habe es noch gesehen, oder? Nein, scheiße. Ja, dann glaubt es mir halt jetzt gleich.
Gut, hier blase ich die kurz durch, weil ich habe die ganze alle immer wieder, also die, die ich vor allem länger nicht benutze, die hau ich immer ein bisschen Öl rein, damit die ein bisschen gehen. Aber auch da oben links, ihr seht schon wieder schöne Abbrüche. Weiß nicht, das habe ich mit kaum einer anderen Marke, also nur mit den Iwatas, und das finde ich, und ich habe ja mit dem Druck rumgespielt, ich habe ja opake, transparente und Candies genommen. Ich gebe der Takumi nachher nochmal den ultimativen Test und baue die neuen Teile von Nadel und Düse ein, zwecks Thematik, hier Sonntagsmodell, vielleicht hat was an der Düse nicht gepasst, also, und dann darf die auch noch schön nur mit Candies arbeiten. Und wer sie denn nicht auskennt, Candies sind quasi wie Pisse. Also das ist das pigmentloseste und flüssigste Gedöns, was ich hier rumliegen habe. Und wenn dann die Takumi da nicht abliefern kann, dann, also dann entschuldigt mich, aber dann ist das Ding einfach Bullshit. Das ist einfach Verarsche. Verarsche am Endkunde, sowas rauszuhauen und so einen Preis abzurufen für so eine miese Qualität. Also Sprühbildqualität. Also generell Qualität ist in Ordnung, aber das finde ich wirklich. Und hier kommen wir zum Punkt, die Neo geht ins Mikro-Detailing. Da unten rein, guckt euch das an. Da kommt die Takumi nicht im Ansatz ran. Die hört da echt auf. Also hier sind wir schon fast auf AL-Plus-Niveau. Und hier links, das ist so ein limitierender Faktor. Und das regt mich extrem auf, Leute. Macht mal die Augen auf, hey. Das Ding ist wirklich so schäbig schlecht. Da möchte ich auch gar nicht mehr hier gut zureden, was es denn einfach nicht ist, hey, das ist, also ich kann diesen Hype um diese Marke und das Ganze nicht nachvollziehen. Hier bezahlt man teures Geld für so eine miese Qualität, das ist einfach nur ätzend. Zumal man von den Ersatzteilen, was die älteren Modelle angeht, wo wir gar nicht zu sprechen brauchen, deswegen habe ich die HPBH hier gar nicht testen, jetzt gerne noch mit reingenommen, aber sie ist aktuell nicht ein, fast 70, mit Versand fast 80 Tacken für so eine Mini-Furz-Düse zu bezahlen. Also Leute, come on, hey, das ist wirklich nochmal ganz anderes Level. Hier oben sehen wir die Neo, wie sie eben auch wieder anfängt zu stottern. Und dieses Stottern habe ich mit der Sparmax nicht, das habe ich mit den gänzlichen H&S-Pistolen nicht. Das ist bis jetzt wirklich nur bei den Iwatas so. Dass wenn ich da länger arbeite und dann mal Striche durchziehe und ich mal große Bilder, jetzt gerade eben bei dem Ani könnte ich mir das nicht leisten, alle 5 Sekunden über denselben Strich fahren zu müssen, weil das sieht nie gut aus. Außer ich brauche eine gewisse Deckkraft, aber das sieht dann nie geil aus, wenn du dann zigtausende Mal über denselben Strich fährst, nur weil das endlich mal einheitlich ist, weil das ständig abreißt. Also das ist wirklich, also wirklich, nee. Das hat mit High Performance und Quality aber so gar nichts zu tun. Also ich bin mit der Marke auch heute, ich war heute sehr nüchtern und sehr gechillt wieder und habe mich da ganz normal rangesetzt. Ich will auch gar nicht hier so ranten, aber mich nervt das dann, wenn ich es dann wieder sehe heute. Auch wieder wirklich 2 Stunden dran hocke und mir denke so, alter Vater, ey, nee. Jetzt bald fast gefühlt 10 Jahre Airbrush-Erfahrung, schon wirklich etliche hunderttausende Stunden geairbrushed und gemacht und getan. Und bis jetzt jede andere Marke war Plug-and-Play-mäßig. Das Airbrushen möglich, bloß hier nicht. Was mir noch sehr negativ auffällt, ist die Luftansteuerung. Luftansteuerung ist bei den Iwatas extrem hoch. Das hört man alleine, wenn man sie ansteckt, hat man das Gefühl, da startet ein Düsenjet und bläst so viel Luft raus. Das ist jetzt ein subjektives Empfinden. Ich habe immer das Gefühl, da wird das Dreifache an Farbe durchgeballert. Das ist mir nachher bei dem Bild, was ich gemalt habe, ich alle 2 Sekunden gefühlt Farbe nachgekippt und ich das Gefühl habe, ich baller mehr als Overspray raus als alles andere. Also das ist mir noch sehr negativ aufgefallen. Ja, die Sparmax wird dem ja nachempfunden, genauso wie die Fengler. Die kopieren ja alle die Iwatas und da ist die Luftansteuerung ähnlich. Und die finde ich auch da nicht so berauschend. Mir gefällt das nicht so. Bei den H&S ist das, man hört es schon alleine, da ist das relativ gechillt. Apropos Sparmax, hier haben wir die Sparmax. Und die mag ich ehrlich gesagt doch ganz gerne, weil auch mit der bietet sich eine sehr, sehr schöne Range an. Man muss halt mit der umgehen können. Die ist ziemlich empfindlich. Ist jetzt als Anfänger immer so ein bisschen schwierig, finde ich. Da wäre dann ein bisschen robusteres Gerät wie die Neo oder tatsächlich die die H&S Evolution ein bisschen besser. Aber je nachdem, was der Geldbeutel hergibt, auch in Ordnung. Aber da muss man einfach wissen, dass die ein bisschen empfindlicher ist, was das generelle Handling angeht, da muss man halt einfach ein bisschen zurechtkommen.
Hier muss ich jetzt sagen, die war jetzt noch nicht ganz ready. Da war auch noch ein bisschen das Öl drin. Die habe ich jetzt gleich noch mal ein bisschen nachgebrusht, kurz reinzukommen. Das meine ich mit den Guns. Die standen jetzt etliche Monate rum unbenutzt. Deswegen ist das hier, muss man natürlich mit dem immer ein bisschen aufpassen, weil jetzt hakt es natürlich auch ab, aber das ändert sich nachher relativ schnell, wenn man nach ein, zwei Minuten mit denen hier wieder warm wird. Und da sehen wir jetzt, zieht sie durch, jetzt ist das Öl, glaube ich, auch draußen. Jetzt kann ich damit wie gewohnt sehr detailreich arbeiten. Auch hier ist eine 035er Düse drin, genau wie bei der Takumi. Auch hier sind Welten dazwischen, was das Mikro-Detailing angeht. Und das sollte ja auch, Entschuldigung, das sollte auch irgendwann euer Ziel sein, mit der Gun sehr performant umgehen zu können. Egal mit welcher, das sollte eigentlich Ziel und Zweck sein, irgendwann auch im großen bis im kleinen Bereich gut arbeiten zu können, ohne Probleme. Das Problem ist, dass die Takumi euch dahingehend extrem limitiert. Ihr könnt das irgendwie, ihr könnt das kaum schaffen. Also ihr werdet, wenn ihr viel mit der macht oder ausschließlich, ja, dann werdet ihr vielleicht noch einen kleinen Ticken drunter kommen, aber ihr werdet nicht besser sein als die Sparmax. Ihr werdet nicht besser werden, vielleicht wie die Neo, aber vielleicht auch das zweifle ich an, wenn ich sehe, wie die Takumi abliefern. Und auch am Ende habe ich mir nochmal genau dieses Testblatt angeguckt, was in der Takumi ja enthalten ist, was die Range angeht. Und die hört halt da auch tatsächlich auf. Aber bei der Neo ist das noch gröber und es funktioniert trotzdem. Das verstehe ich deswegen bei Gott nicht. Das ist so schlecht. Wir haben die Gun, die so gebaut ist, dass man so nah wie möglich natürlich an den Untergrund kann. Und dann kann man schon so nah ran und dann kann man damit nicht arbeiten. Das ist so ein Widerspruch in sich. Das ist wirklich traurig. Das ist einfach nur traurig. Hier habe ich jetzt noch einen Teil für die Evolution hingeballert. Um auch noch die zu testen, die Evolution mit einer 02er Düse. Und dann schauen wir uns das nämlich einfach an. Die hat natürlich einen Feinlein-Aufsatz, so ein bisschen abgegradet. Aber hat jetzt, glaube ich, auch noch keine revidierte Nadel von mir. Beziehungsweise auch hochglanzpoliert ist sie nicht. Da würde bei der jetzt aktuell auch noch deutlich mehr gehen, wenn ich die noch ein bisschen anpassen würde. Aber auch bei der Takumi aktuell ist da auch eine revidierte Nadel von mir drin, hochglanzpoliert, damit auch so wenig Farbe wie möglich dranhängt. Die ist ungefähr vom Verarbeitungslevel auf meinem AL Plus Niveau, also wie ich die angepasst habe. Deswegen gebe ich ihr auch nachher nochmal die Chance, nochmal die kompletten neuen Teile drin zu haben, damit man auch hier wirklich beides mit bedenken kann. Und ja, grauenhaft. Einfach grauenhaft. Hier die Evolution Silverline für 120 Euro. In der 2-in-1-Version, ich glaube für 150 Euro mit einem 04er und 02er Set. Guckt euch auch hier die Mikropunkte an, das ist einfach nur traumhaft. Ihr könnt auch hier Feinlein-Kopf drauf basteln. Für, ich glaube, 30 Euro. Dann habt ihr ja auch noch den schöneren Aufsatzkopf. Ich hatte den einfach nur rumfahren, deswegen habe ich den irgendwann da drauf geballert. Auch ziemlich nice. Ja, auch hier muss ich jetzt nochmal ein bisschen schaffen. Ihr habt natürlich auch hier vergessen, ein bisschen rumzuprobieren. Das mache ich jetzt eben, weil überall noch das Öl drin ist. Die habe ich jetzt natürlich auch schon längere Zeit nicht mehr genutzt. Muss man natürlich fairerweise auch noch erwähnen. Und ja, das ist halt eine Ansage. 120 Euro mit einer Gun, die auch danach sehr performant arbeiten kann, die eine sehr gute Range hat, die halt einfach gut funktioniert im Vergleich zu einer 200 Euro Gun, die hier einfach miserabel abliefert. So, jetzt werde ich langsam warm mit ihr, jetzt komme ich langsam rein. Jetzt mache ich eben nochmal die Achten, um das eben nochmal zu zeigen, dass es natürlich auf dem ähnlichen Niveau wie bei der AL Plus, wenn auch nicht ganz. Die AL Plus ist noch ein Ticken weiter vorne, was Mikroscaling angeht, auch wenn es ein bisschen abgehakt ist. Wie gesagt, auch die Guns stehen in der letzten Zeit sehr viel rum. Da muss man natürlich einfach, ja, einfach mal wirklich sagen, ist es das wert? Das ist, keine Ahnung, man kauft es halt, weil es halt jeder kauft irgendwie. Noch ich habe mich wieder absolut dazu hinreißen lassen, auch viel durch die Community, die einfach so drauf schwören, auf diese Pistole. Und im Nachhinein denke ich mir so, warum habe ich das wieder gemacht? Ich weiß doch, dass die Guns nichts taugen. Punkt. Für mich taugen die nichts. Die Gun, die da so abstottert in dem Bereich, wo alle anderen Pistolen wirklich noch gut funktionieren und auch wirklich noch die Möglichkeit bieten zu funktionieren, ist das wirklich, wirklich
Nee, ist das einfach inakzeptabel, um das mal so zu sagen. So, dann schauen wir uns das Blatt auch nochmal an. Ist ein bisschen leicht unscharf geworden. Bisschen kacke, aber passt schon. Wir verstehen ja, was es hier geht. Also links die Takumi 035er. Wir sehen im unteren Bereich ist die sehr stark limitiert. Auch bei den Punkten sieht man sehr starke Limitation. Dann die AL Plus funktioniert natürlich ultra gut. Das ist auch meine perforierte Gun. Dann kommt die Feng da. Auch die kann im Mikrobereich performen. Hat natürlich einfach den Nachteil mit dem Overspray. Dann kommt die Neo und das ist das, was mich so schade finde. Die Neo kann viel mehr in diesem Mikrobereich arbeiten wie die Takumi und das ist doch irgendwie, das ist doch paradox. Dann kommt die Sparmax, die auch sehr gut abliefert, auch im Punktebereich wie eben im Strichebereich und die Evo Silverline, die genauso gut funktioniert. Also von der ganzen Thematik her ist die AL Plus hier einfach die Nummer 1. Dann kommt danach direkt die Silverline. Dann kommt für mich tatsächlich auch die Sparmax, weil die einfach auch sehr gut abliefert. Und dann kommt die Neo, die ich deutlich besser finde als die Takumi. Und das ist wirklich ein Gerät, was auch noch die Hälfte kostet. Und dann kommt die Takumi für mich und am Ende die Feng da, weil die Feng da ist wirklich sehr schlecht, was die Gesamthaptik, die Gesamtding angeht. Aber das sehen wir in dem Video nochmal. Ich muss echt sagen, ich finde auch die Sparmax besser als die Neo. Und das heißt auch schon einiges, weil die ist im ähnlichen Preissegment sogar noch ein Ticken günstiger. Also ich verstehe das nicht, wenn ich das hier teste und die so schlecht abschneidet. Und dann wundert ihr euch, warum ich die so abstrafe, diese Pistole. Das hat halt einfach seinen Grund. Und ihr Grund seht ihr hier. Also da ist wirklich nichts dran rumzurödeln, finde ich irgendwie. Also das ist einfach schon ein klares Signal, wie ich finde. Und wenn man mir dann kommt mit, ja, aber das funktioniert mit Schminke zum Beispiel, ich benutze hier die Schminkefarbe, das ist Bullshit, Leute. Auch alle anderen Guns funktionieren damit. Auch mit Candies funktioniert das, etc. Also ich habe das wirklich ausgiebig getestet, auch mit noch anderen Farben von Cratics. Das hat nicht funktioniert. Um jetzt der Takumi wirklich nochmal richtig eine Chance zu geben und ich jetzt hier die zwei Sachen ausmerze und sage, komm, Sonntagsgerät, vielleicht stimmt ja was mit der Düse oder der Nadel nicht, hey, wer weiß das schon, schauen wir uns das Ganze doch mal an und dann nehmen wir einfach komplett neue Sachen. Ich meine, die anderen Sachen, zwei sind auch neuer, wie gesagt, die Düse, die Nadel habe ich ja schon bearbeitet, damit es eigentlich besser funktioniert. Das hat es auch tatsächlich. Aber ich setze die jetzt wieder in den kompletten Ursprung zurück mit den neuesten Sachen und wie gesagt, jedes andere Airbrush-Gerät konnte ich bis jetzt auspacken, anschließen, brushen und es hat sehr gut funktioniert. Könnt ihr euch gerne die anderen Reviews angucken. Das war bis jetzt eigentlich ganz geil. Bei der Neo war das Problem, dass der Düsenkopf irgendwann nicht mehr richtig aufgeschraubt war, weil er eben nicht in den Halter passt. Warum auch immer der so riesig sein muss bei der Marke, ist ja die andere Frage. Aber nachdem das ausgemerzt ist, musste ich auch da bei der Neo nochmal ein bisschen zurückrudern, dass die da qualitativ doch ein bisschen besser abschließt als in meinem Review. Aber wie gesagt, Urzustand wird eingebaut. Die ganze Gun hat jetzt auch noch von mir ein komplettes Ultraschallbad genommen, damit sie ja wirklich so sauber und so bestmöglichst arbeiten kann, wie es auch wirklich nur geht. Komplett sauber, komplett frisch, komplett neue Teile, obwohl neue Teile drin sind. Aber wie gesagt, da kann mir nachher keiner sagen, ich hätte es nicht gemacht oder ich hätte es irgendwie falsch gemacht oder weiß der Geier was. Aber die Leute, die die Marke mögen, die werden jetzt hier sowieso sämtlichen Krempel reinschreiben. Aber wisst ihr was? Fuck you. Ey, die scheiß ganzen Fanboys davon, die können mich gerade mal kreuzweise. Also wirklich, kommt mal auf den Boden zurück ohne Scheiße, ey. Ist mir schon klar, dass die Leute gute Reviews raushauen, die solche ganz zugeschickt bekommen zum Testen. Dann will ich auch gute Reviews machen, Spaß. Mach ich nicht. Bei mir gibt es das unverblümt. Und wenn ich finde die Ultra von H&S auch total beschissen. Und das habe ich auch so gesagt, Leute. Hey, ich mache das nicht, weil ich keinen Bock auf die Marke habe oder die Marke nicht mag oder. Sondern ich kriege eine Gun, ich gucke sie mir an und dann bewerte ich sie, ob sie funktioniert oder nicht. Dann gucke ich mir Preis-Leistung an, dann gucke ich mir Performance an. Und da ist das Ding einfach ultra schlecht. Und das mache ich mit jeder Gun. Und ich finde auch die Infinity
auch die ein bisschen zu teuer für das, was sie kann. Das ist auch wirklich so. Sie liefert auch wirklich geil ab, ist auch dreifach verchromt etc. Aber auch da tendiere ich eher zu einer Silverline oder einer Al Plus oder zu einer generellen Standard CR Plus. Die vergesse ich immer wieder, weil Al Plus ist im Endeffekt das gleiche Gerät. Die funktionieren echt noch am besten. Aber jetzt schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Ich habe jetzt hier schön das Viereck angezeichnet. Wie gesagt, ich habe gerade die Candy Weinrot reingehalten, also absolute dünnflüssige Pisse. Die geht bei jeder Gun durch. Also da performt wirklich jede Gun fast ausnahmslos, weil das Zeug einfach super dünn ist und einfach nur durchläuft. Wir haben jetzt eine taufrische Takumi, die wir jetzt auf Herz und Nieren mit Candyfarben probieren können. Da kommen die Dots doch schon mal sehr viel besser raus. Das liegt aber tatsächlich wahrscheinlich einfach an der Farbe. Wie gesagt, sehr dünn. Aber es funktioniert. Ich bin happy. Das funktioniert schon mal gar nicht schlecht. Schauen wir doch, dann müsste ja mal jetzt möglich sein, einen schönen Strich zu ziehen, ohne dass es abhackt. Und dann beginnt schon wieder das Trauerspiel. Wobei, jetzt performt sie noch so ein bisschen, jetzt sind wir noch im Bereich, wo sie funktioniert und dann funktioniert sie halt einfach gar nicht mehr. Und das ist schon ein hartes Stück für das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das stimmt hier einfach nicht. Also die Gun vielleicht im Preissegment von der Neo in Ordnung, für alles andere ist sie nicht zu gebrauchen. Also wie gesagt, hier arbeite ich jetzt noch ein bisschen zu großzügiger, falls irgendwelcher Dreck oder weiß der Geier was noch drin sein sollte, um das eben auszuschließen, ziehe ich auch noch ein paar Striche, um die ein bisschen einzuschaffen, die zwei neuen Sachen, Düse und Nadel, um dir einfach so viel Chance wie möglich einzuräumen, um das so subjektiv so wie möglich zu machen. Und ja, jetzt funktioniert sie wieder halbwegs und jetzt schaut euch das an, das ist, hey, jetzt kommt mal wieder ein dickerer Strich und das ist für mein Airbrushen absolut tödlich. Also ich airbrush auf einem sehr hohen Mikrodetailniveau und als Profi verstehe ich nicht, für was die Gun sein soll, genauso wenig für einen Anfänger, weil da einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht stimmt. Auch hier, ich habe die konstant gleiche Dicke, warum zieht die nicht durch? Das ist was, das verstehe ich nicht, Leute. Das geht mit einer scheiß Fengda für 20 Euro besser. Das geht mit einer Sparmax für 60 Euro 10-mal besser. Und das geht mit den H&S-Pistolen sowieso schon dreifach besser. Und die kosten alle weniger. Die kosten weniger. Also das ist wirklich was. Da habe ich für die Marke, um das abschließend mal zu bewerten, nichts mehr übrig. Die ist für mich echt durchgefallen. Preis-Leistung komplett durchgefallen. Also ich habe auch jetzt wirklich abgeschlossen, das war die letzte Pistole in meinem Hause mit dem Namen Iwata und bleibt mir bloß weg mit der Grütze. Also wirklich, das ist wirklich absolut Preis-Leistungs-Nullpunkt. Also das ist wirklich teures Geld, in Verbindung mit Ersatzteilen eben noch schön viel teurer. Und guckt euch das an, das ist doch herrlich mit der Candy-Farbe, wo jede andere Gun jetzt einfach gnadenlos abliefern würde, funktioniert das nicht. Hier würde die Neo auch mega krass abliefern, das hat sie auch bei dem einen Bild. Mit dem Assassin's Creed konnte ich mit der sehr schön mit der transparenten Farbe arbeiten. Das ist mit einer Takumi nicht möglich. Obwohl wir ja so schön dicht an den Untergrund können, bringt uns das einfach nichts. Doch im weiteren Bereich, im großflächigen Bereich, da funktioniert sie sehr gut. Also hier hat sie ein sauberes, schönes Spritzbild. Das haben die anderen ganz tatsächlich auch. Oder nimmst du eine Silverline mit einer 04er Düse oder die Sparmax oder was der Geier, was auch immer. Dann passt das. Und hier meine ich die Skala. Hier haben wir von White bis Normal bis zur Hälfte in Detail. Das stimmt einfach nicht. Das ist für mich wirklich Verarsche. Da hättest du die wirklich in Medium und in White reinpacken können, aber nicht im Detail-Bereich. Da hat die nichts verloren. Da ist die Gun auch für nichts zu gebrauchen. Also im Feinbereich kann ich nicht unterstützen. Also ich, für mich ist das nicht der Feinbereich. Also da muss man wirklich, also, und dann stottert das halt auch mitten drin, wäre umso kleiner. Also das ist auch teilweise im großflächigen Bereich stottert die ab. Das ist wirklich nicht akzeptabel. Für den Preis nicht akzeptabel. Und ansonsten frage ich mich, für was ich die brauche. Ich arbeite so großflächig sehr, sehr selten. Und dafür habe ich dann extra so einen Hurengun wie die Evo Silverline mit einer 04er und einem großen Pot. Damit kann ich dann wirklich Fläche machen. Damit ballere ich dann wirklich Fläche. Und das passt dann auch.
Aber für alles andere, nein. Damit kann man dann halt nicht mal geschwind kurz detailreich arbeiten. Da muss man tatsächlich zu einer zweiten Gun greifen. Und dann für 200 Euro so ein Gerät rumliegen zu haben, was man vielleicht am Anfang benutzen kann, um irgendwelche Schablonen auszusprühen, aber für das weitere Detailing nicht funktioniert. Also Leute, nee. Das ist einfach nur, nein, das ist einfach nur Pfui. Pfui, Pfui, Pfui. Also wie gesagt, die Marke ist bei mir gänzlich durchgefallen. Der Kumi strafe ich hier gnadenlos ab, weil sie gnadenlos versagt hat. Also das ist wirklich nicht akzeptabel für mich. Und wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich verkaufe meine wieder. Wahrscheinlich mache ich es übers eBay, weil über das Video oder über die Community kriege ich die wahrscheinlich eher weniger los, wenn ich die so toll finde. Ja, ich sehe schon, das Ding wird bei mir eh so ein Staubfänger. Die werde ich mal zum Rumhuren benutzen, wenn ich Hintergründe anlegen möchte. Aber das ist wirklich, also hier im großflächigen Bereich, da links hat sie jetzt mal wieder ein bisschen sauberer funktioniert, aber rechts hat sie tatsächlich auch wieder das Stocken angefangen. Ja, für was, ich weiß nicht, also wenn ihr wirklich eine Gun haben wollt, mit der ihr einfach konstant wachsen wollt, besser werden wollt und das auch nutzen wollt, dann geht das mit der einfach nicht. Ich als Profi kann das mit der nicht machen. Und das sagt schon einiges darüber hinaus aus. Das ist halt für euch auch schade, weil das wird euch irgendwann limitieren. Also hier sind wir so im Medium-Bereich. Da passt die. Aber was willst du damit im Medium-Bereich? Wenn du so brushed wie ich, ist das wirklich nicht zu gebrauchen. Also für mich ist die wirklich null zu gebrauchen, weil ich werde die nicht einsauen, um einen Hintergrund anzusetzen. Das mache ich dann halt irgendwie anders. Deswegen wird die bei mir einfach nur rumliegen. Ja, es ist wirklich hier Daumen nach unten. Abschließend noch für meine Wut. Ja, und hier sehen wir noch den eigenen Teststreifen von Takumi, die er in dem Gerät beilegt, um zu schauen, was die kann. Deckt sich ganz gut mit dem, was das Gerät, was ich mit der gemacht habe, aber darüber hinaus, ich bin schon ein bisschen, was die Linien angeht, schon deutlich feiner geworden, auch ein bisschen drunter liegend. Aber hier habe ich noch nie so krass erlebt, dass es dann halt auch ab dem Zeitpunkt einfach vorbei ist. Da geht einfach gar nichts mehr. Das, wie gesagt, sie stottert sofort rum, sie hakt nur rum, egal mit was für einer Plörre oder Pisse ich da reingebe. Das ändert nichts daran, egal wie ich den Druck verändere, ob mehr, ob weniger, ob dies oder jenes. Und also ich habe wirklich alle Farben durch, alles gemacht, habe mich, wie gesagt, gute 8 Stunden mit dem, na mittlerweile 10 Stunden oder sogar noch mehr mit der Gun nur ausschließlich beschäftigt. Und ja, ich finde sie schlecht dahingehend, dass sie einen so limitiert. Ich meine, man kann mit der Bilder malen, ich kann gerne noch schnell das Zeitraffer hinten reinballern, was ich damit gemacht habe. Aber da bleibt halt die qualitative Leistung einfach liegen. Also ihr werdet dann irgendwo limitiert sein und könnt dann auch nicht besser brushen, weil es die Gun nicht hergibt. Und das ist das, was ich so schlimm finde eigentlich an der Geschichte. Die AL Plus kann da noch 10-mal drunter gehen. Selbst die Sparmax performt da viel, viel besser. Und dann kommt es, dass die Neo auch dem Bereich viel besser ist, obwohl sie viel das viel günstigere und auch vom eigenen Hersteller angegeben, dass sie da gar nicht drin arbeiten kann, arbeitet sie besser im Mikrodetail. Das ist so absurd. Das ist so lächerlich, dass ich da richtig, also da bin ich richtig sauer geworden, um ehrlich zu sein. Und wie gesagt, ich habe die Takumi getestet. Ist nicht so, dass ich das Ding einfach nur genommen habe und jetzt 2 Minuten umgemalt habe und gedacht, aber nö, das ist aber scheiße, sondern ich habe das Ding wirklich versucht zu mögen. Ich habe das Ding wirklich versucht zu beherrschen, um das Maximum rauszuholen, und es ist einfach kläglich gescheitert. Egal mit welcher Farbe, egal mit welcher Einstellung, das hatte ich bis dato mit noch gar keiner Gun. Selbst die Fender, die natürlich qualitative, absolute Abstriche macht, kommt trotzdem mehr in diesen Mikrodetailbereich mit einer gleichen Düsengröße, genau wie die Iwata. Ich hätte eigentlich noch die Evo Silverline mit einer 04er Düse testen sollen. Da weiß ich aber sowieso, dass die auch gleich 10-mal mehr besser abgeliefert hätte. Also ich verstehe nicht, für wen diese Pistole was sein soll. Ich verstehe es wirklich nicht. So, schauen wir uns doch mal fix den Zeitraffer an. Da funktioniert der Takumi. Hier, Fläche. Für Flächensprühen, Pistole für 200 Euro zum Flächensprühen, das ist doch exakt das, was wir brauchen. Nein, auch hier habe ich sie kontinuierlich genutzt, ausschließlich. Und auch hier musste das Bild qualitativ echt Abstriche in Kauf nehmen, weil ich einfach nicht in diese Range reingekommen bin. Egal mit wie viel Verdünnerei und Gedöns. Also wie gesagt, leider wirklich schade, aber hier für mich nach wie vor noch unverständlich.
und einfach nur schade. Und wie gesagt, das sind 250 Euro, die hätte ich mal lieber irgendwie anders sinnvoller investiert, aber mei. Das war es jetzt. Dafür gibt es für euch jetzt ein schönes Video. Und wie gesagt, hier, das ist kein persönlicher Angriff an euch da draußen oder so. Fühlt euch da jetzt nicht beleidigt, ihr Mimosen. Sondern wie gesagt, das ist einfach nur subjektiv von mir. Ich verkläre da relativ wenig. Ich mache das, ich nehme das in die Hand. Und wenn das nicht funktioniert, dann sage ich auch nicht, dass es funktioniert. Und entweder lebt ihr damit oder halt auch nicht. Im Endeffekt ist mir eh scheißegal. Das ist meine Meinung dazu. Bums aus, fertig. Also hier sind wir also im mittleren Bereich, man sieht gerade eine Wolken, aber mehr wie das geht halt auch einfach nicht, dann spuckt die einfach wieder rum und das meine ich, damit kann man einfach, da hat man dann in den Bildern, das ist eigentlich das Schade, das limitiert euch nämlich so dermaßen, dass ihr einfach nicht relativ schwer besser werdet und das gibt die Gun einfach nicht her und das ist schade für euch da draußen, weil ihr leidet nachher drunter, nicht ich, sondern ihr selber. Ihr limitiert euch damit nämlich einfach selber. Und das ist leider ein Punkt dran, der halt wirklich, wirklich schade ist. Also wie gesagt, die Gun habe ich hier wirklich viel genommen und viel gemacht, aber auch nach der ganzen Rumfuchtlerei ist das Endergebnis trotzdem nach wie vor noch dasselbe und dass das Ding einfach extrem überteuert, überhyped oder wie auch immer, aber für mich das letzte Gerät, für mich nicht mehr nachvollziehbar. Also bleibt mir bloß weg mit dem Scheiß. ich mache mir gerade wieder Freunde, weiß ich, gell? Aber ganz ehrlich, hey, das ist einfach Wahnsinn. So, das Endergebnis, da habe ich einiges einbüßen müssen an der Qualität, aber hey, das heißt drum, das war ein Projekt für unseren Discord-Server, für die Helden deiner Kindheit, fand ich ganz cool, hat wieder Spaß gemacht, wie gesagt. Wie gesagt, wenn ihr glücklich mit der Takumi, wenn ihr glücklich mit Iwata seid, dann seid auch bitte, habt eure Freude dran. Für mich hier als Profi und relativ unverklärt ist das hier einfach sehr ernüchternd, das Ganze. Die HPBH war genauso schlecht, muss ich schon fast sagen. Die habe ich ja auch schon sehr lange nicht mehr benutzt, jetzt sowieso nicht mehr, weil ich es nicht einsehe, für eine Düse nachher 80 Euro hinzuballern. Nee, danke, dann kaufe ich mir lieber ein ganzes Airbrush-Gerät davon. Und nee, deswegen nach wie vor diese schlechte Ausgangslage der ganzen Geschichte. Ich kann sie euch da draußen, ehrlich gesagt, bei keinem guten Willen kann ich da eine Kaufempfehlung aussprechen. Absolut nicht, also eher genau das Gegenteil. Kauft euch bitte irgendeine andere Gun, probiert die Sparmax oder weiß der Geier was aus. Aber mit der Firma Iwata tut sie euch da gar keinen Gefallen. Ich kann es mir nicht erklären. Ich glaube, wenn man vielleicht mit denen konstant einsteigt, dann hat man die vielleicht von Jahr 1 ab. Vielleicht nachher kriegt man da ähnliches Handling hin. Vielleicht auch nicht. Ich glaube eher weniger, aber wie gesagt, ist ja nur meine bescheidene Meinung. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem sehr viel Spaß gemacht. Und lasst mir gerne ein Däumchen da, wenn ihr Iwata-Fan seid. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt für heute, für dieses Review mit diesem tollen Tag und wünsche euch noch viel Spaß beim Airbrushen.